Hey und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal True Crime Mini-Dokus. Bevor das Video losgeht, möchte ich wie fast immer einen Zuschauerhinweis aussprechen. In dem heutigen Fall wird das Thema Suizid angesprochen. Marvin John Haymeyer wurde seiner Meinung nach mehrfach von der Stadt, in der er seine eigene Firma hatte, betrogen und belogen und sieht keinen anderen Ausweg mehr, außer es den Leuten auf seine Art zurückzuzahlen. Er entscheidet sich, einen eigenen Panzer zu bauen und die ganze Stadt damit zu zerstören. Marvin Haymeyer wurde am 28. Oktober 1951 in Castlewood, South Dakota geboren, war erst bei der Army und arbeitete anschließend als Kfz-Mechaniker. Im Jahr 1992 kaufte er sich in der Kleinstadt Granby, Colorado, ca. 1 Hektar Land und zahlte dafür 42.000 US-Dollar, um dort seinen eigenen Betrieb aufzumachen, eine Kfz-Werkstatt, die sich auf Auspuffe spezialisierte. Mit der Zeit fing die Stadt an zu wachsen und eine Firma, die Beton herstellt, hatte Interesse, Marvins Grundstück zu kaufen. Erst stimmte er einen Verkauf von 250.000 US-Dollar zu, doch schnell änderte er seine Meinung und fing an, immer mehr Geld für sein Grundstück zu verlangen. Nach Aussagen der Frau des Besitzers verlangte er am Ende der Verhandlung 1 Million US-Dollar für sein Grundstück. Die Betonfirma war nicht bereit, das Geld zu zahlen und verhandelte mit der Stadt, die nach Absprache mit der Baubehörde entschloss, das Grundstück direkt neben Marvins Kfz-Werkstatt zu verkaufen. Das war ein Riesenproblem für Marvin, da er immer dieses Grundstück nutzte, um zur Straße zu kommen, da sein eigenes Grundstück keinen direkten Anschluss zur Straße hatte. Die Betonfirma untersagte ihm nach dem gescheiterten Verhandlungen natürlich das Betreten ihres Grundstücks. Dadurch konnte er keine Lieferungen mehr empfangen, genauso wenig wie Kundschaft. Er ging mit der Stadt vors Gericht, da die neu erbaute Firma den Weg zu seiner Werkstatt versperrte. Er verlor aber. Von nun an standen Marvin Haymeyer und die Stadt Granby auf Kriegsfuß. Er fragte bei der Baubehörde an, ob er sich eine Straße bauen dürfe, um die Verbindung zu seiner Firma zu sichern. Marvin hatte sich bereits einen Bulldozer gekauft, um den Weg selber zu bauen. Das wurde aber schnell von der Baubehörde abgelehnt. Dazu zwang die Stadt Marvin, sich an die neue Kanalisation anschließen zu lassen. Ein Vorhaben, das er schon jahrelang selbst bei der Stadt angesprochen hatte, aber nun durch den Bau der Nachbarn nur durch einen riesigen Umweg möglich war. Ein Unterfangen, was ungefähr 80.000 Dollar gekostet hätte. Um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, stellte ihm die Stadt eine Strafe aus, für in Anführungszeichen Unrat, der auf seinem Grundstück ungesichert herumstand. Er sollte nochmal 2.500 Dollar zahlen. Ganz offensichtlich wollten sie Marvin aus der Stadt vertreiben. Dies sollte auch funktionieren. Er konnte sich noch ein paar Monate über Wasser halten, doch nach den starken Einbrüchen der Einnahmen sah er sich gezwungen, sein Grundstück und Equipment zu versteigern. Nachdem alles, was seine alte Firma betrifft, genauso wie das Grundstück und seine Hallen verkauft wurden, blieben ihm von seiner alten Existenz nur noch der Bulldozer übrig. Dies sah er als Zeichen von Gott. Er setzte sich eines Abends im Jahr 2003 auf seine Veranda des Hauses und fing an, sein Erlebtes in ein Tonbandgerät einzusprechen. Wie er sich von allen in der Stadt betrogen fühlt, wie mit ihm umgegangen wurde, dass ihm andere Sachen versprochen wurden, dass die Leute sich nicht an Absprachen hielten und von seinem Plan, die Stadt dafür bezahlen zu lassen. I'm not gonna take it anymore. And believe me, I have been beaten in my life. I have lost a greater fortune than I have, without a doubt. But I don't think that's what God had planned for me. I think God expected me to get that. And he expects me to do something to those who kept me now from getting that, from getting what I deserved. Well, I will get what I deserve in trying to make this justice, to get this, make this all right. I will get what I deserve. But I'm not afraid of death. Der neue Besitzer des Grundstücks gab Marvin noch mehrere Monate Zeit, seine alten Firmengebäude komplett leer zu räumen. Doch er dachte nicht dran. Er fing an, seinen Bulldozer zu einer Art Panzer umzubauen. Er selbst beschrieb den alten Bulldozer als MK-Tank. In den Medien wurde er unter dem Namen Killdozer bekannt. Er schlief von nun an nicht mehr zu Hause. Er verbrachte die nächsten anderthalb Jahre Tag und Nacht in seiner alten Werkstatt, um den Bulldozer unaufhaltsam zu machen. Er baute eine 30 cm dicke Schutzhülle aus Stahl und Beton, errichtete zu allen Seiten Kameras aus und sicherte diese mit kugelsicherem Plexiglas. Die Kameras waren im Inneren mit Monitoren verbunden. Er schloss den Ausgang eines Druckluftgeräts vor den Plexiglasscheiben an, um den Dreck und Staub von den Kameras zu blasen. Er selbst ließ 3 kleine Löcher in der Panzerung, um mit 3 festmontierten Waffen schießen zu können, darunter ein Scharfschützengewehr und 2 halbautomatische Gewehre. Nachdem er mit seinem Projekt fertig war, hatte der Panzer ein Gewicht von 61 Tonnen.
Am 4. Juni 2004, im Alter von 52, setzte er sich in den Panzer, verschloss die Öffnung, durch die er eingestiegen war, mit einem extra angefertigten Deckel, den er über einen Kran, den er von innen steuerte, einließ. Dieser Deckel konnte weder von innen noch von außen geöffnet werden. Marvin wusste, dass er diesen Panzer nicht mehr lebendig verlassen würde. So setzte er sich in Bewegung. Er brach durch eine Wand seiner alten Halle und bewegte sich in Richtung der Nachbarfirma. Dort zerstörte er zwei Gebäude und machte sich weiter auf dem Weg zur Stadt. Auf dem Weg zerstörte er noch mehrere umliegende Firmen. In der Zeit versuchte die Polizei Marvin zu stoppen und schoss auf den Panzer, doch ohne Erfolg. Sie hatten nicht mal ansatzweise die Chance, die Panzerung zu durchdringen. In der Zeit wurden die Gebäude der Stadt evakuiert, sodass während der gesamten Verwüstungstour niemand verletzt wurde. Es ist aber anzumerken, dass Marvin auf die Polizei und den Besitzer der Betonfirma schoss. Nachdem er mehrere Gebäude in der Stadt zerstörte, versuchte er Propangasflaschen anzuschießen, um eine Explosion zu verursachen. Doch die schlug fehl. Nachdem Anwohner der Stadt versuchten, Marvin mit anderen Baufahrzeugen ohne Erfolg aufzuhalten, fuhr er in das Gebäude der Zeitung von Granby und anschließend in das Nachbargebäude. Da dieses aber unterkellert war, setzte er sich fest und konnte sich nicht mehr bewegen. Man hörte noch einen einzelnen Pistolenschuss und Killdozer bewegte sich überhaupt nicht mehr. Nach ungefähr 7 Stunden schaffte es die Polizei, ins Innere der Maschine zu kommen. Dort fanden sie Marvin tot vor. Er steckte sich seinen Revolver in den Mund und drückte ab. Die Schäden, die Marvin bei seiner Verwüstungstour hinterlassen hatte, waren riesig und wurden ca. auf 7 Millionen US-Dollar geschätzt. Nach Aussagen versuchte Marvin gezielt, Menschen auszuweichen und niemanden bis auf die Polizei und den Inhaber der Betonfirma zu verletzen. Nach der kleinen Zusammenfassung des Falls möchte ich gerne auch meine Meinung zu der Situation sagen. Es gibt viele Menschen, die Marvin verteidigen und sagen, dass er von Grund auf ein guter Typ war und sich nicht mehr anders zu helfen wusste. Nachdem ich mir die Tonbandaufnahmen angehört habe, muss ich sagen, dass ich durchaus verstehen kann, warum er so sauer geworden ist, wenn das natürlich so stimmt. Aber ich habe halt leider nur die eine Seite der Geschichte und denke, dass die Gegenseite definitiv auch noch Punkte hätte, wo Marvin sich falsch verhalten hat, beziehungsweise wo er Sachen falsch aufgefasst hat vielleicht. Alles in allem ist es eigentlich schade, dass er sich gezwungen sah, das zu tun, was er getan hat. Ich meine, er hat niemanden verletzt, außer sich selbst. Was natürlich schade ist, weil er verlässt natürlich auch Freunde und Familie. Ich meine, er hatte jetzt keine Familie an sich, dass er eine Frau und Kinder hatte, aber die Aufnahmen hat er zum Beispiel seinem Bruder geschickt. Und es ist immer doof, wenn sich irgendjemand gezwungen sieht, sich umzubringen. Ich meine, ne, man kann sich immer helfen lassen. Dann bleibt mir nur noch, mich zu bedanken dafür, dass du das Video bis zum Ende angeschaut hast. Und ich möchte mich einmal ganz herzlich bedanken bei den Leuten, die ich immer wieder in den Kommentaren sehe, die sich jedes Video von mir scheinbar anschauen. Freut mich sehr. Dankeschön dafür. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ciao.